Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und zu Far Cry 3 Teil 11 und ich bin ruhig. Wer hat dich tätowiert? Ich will wissen, wer das gemacht hat. Sidra vielleicht, meine Schwester, diese Ratte? Und jetzt bist du einer von uns? Denkst du, du bist jetzt wie ich? Der California Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Oh ja. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. Ich meine, ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Aber das hat ja nicht gereicht. Nein, 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 bitte. Du weißt, wie das mit der Familie ist, oder? Die verdammte Familie! Die bringen Dinger, das hättest du nie gedacht. Jedes verdammte Mal! Dann sagen sie zu mir, was? Was? Wer verfickt doch mal ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Sidra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Die Waffen habe ich noch. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Oh nein, das Gebäude stürzt gleich ein. Ich muss auf die Rohre schießen. Durch. Das Feuer ist überall. Geh da hoch. Alter Finne. Scheiße. Weiter gedrückt. Ich noch eine Spritze in den Arm jagen. Lisa, ich sehe die Tür, ich komme! Hilfe, Jason! Ja, ich komme ja. Wobei, kurz gucken, vielleicht kann ich mir eben hier so ein Ding herstellen. Natürlich nicht.
Wer da? Ganz ruhig, Lisa, ich komme! Keine Sorge, ich bin da! Oh mein Gott! Halt still! Sie haben Oliver! Sie haben Oliver! Hey, wir können jetzt nichts für ihn tun! Dann lauscht mir nach! Ich habe eine Idee! Ja, was denn? Informier mich mal hier, Jung. Jetzt müssen wir hier raus. Okay. Oh, oh nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Weg runter. Komm schon. Oh, oh mein Gott. Autsch. Da drüben, der Wagen. Ich glaube, es ist besser, wenn du fährst gerade mal. Freien! Den hole ich mir! Holt euch das Fahrzeug! Lisa, du fährst! Was? Fahr! Okay, okay. Schieß auf den Tank! Komm, Gas! Er springt nicht an! Los jetzt, Jason! Da gib mir die Knarre. Hast du die Explosion gesehen? Was? Welche Explosion? Jetzt kommen wahrscheinlich Fahrzeuge. Stimmung, Baby. Ich kann das nicht. Wie soll ich damit klarkommen? Du machst das schon. Genau. Die schießen auf uns. Was machst du denn? Du schießt auf die Jason. Ich mach das schon. Alles Taco. Nicht so ruckartig. Genau. Du bist keine Hilfe. Was? Geradeaus! Ich schieße immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen? Ja. Hände auf 10 vor 2! 10 vor 2! Antwort du doch! Die macht das ganz in Ordnung. Oh, nochmal eben nachladen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Was ist denn? Schneller! Schneller! Keine Straße, geht nicht! Sagt wer? Die Bullen? Wieso ist der Motor aus? Nein! Abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Ich... Welches Pedal ist das? Links, Alter! Oh. Lisa! Die sind vor uns! Jason, vor uns! Alles klar, kein Thema. Ich muss gleich kotzen. Schneller, ja. Schneller! Geil, diese Pisser haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Cool. Hat Spaß gemacht. Großartig. Oh, hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon. Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Jason, das tut mir so leid. Ja. Aber ich habe Daisy gefunden. Ich werde auch die anderen finden. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Dr. Earnhardt, da musst du wieder ein paar neue Pillen mischen.
ja, jetzt kommen wir auch zu Daisy. Die ist ja irgendwo versteckt. In irgendeiner Höhle. Das war ja, glaube ich, in Teil 9 hat sie ja, glaube ich, oder in Teil 10 hat sie angerufen. Da sollen wir mal vorbeikommen. Beschissenes Date, kann man so sagen, aber... ach, Date? Geht da was? Daisy sagte, sie ist in einer Höhle unter dem Haus. Ja, scheiße. Na, Krieger wieder hier. So, hier ist die Höhle. Gucken wir erstmal, was wir da alles jetzt haben. Herstellung. Können wir was Neues machen? Erforschung. Mhm. Finde ich ja schon mal nicht schlecht. Waffengurt. Ich weiß, das finde ich noch so ein bisschen, ich weiß ja nie, was ich jetzt da, also ich habe es mir nie gemerkt irgendwie, was ich dafür brauche. Die ganze Scheiße hier, zu basteln. Ach. Okay, da ist schon mal nichts. Fähigkeiten, haben wir zwei neue Pünktchen bekommen. Kann ich es nochmal nehmen? Nee. Dann nehmen wir das. Wir müssen jetzt mal langsam neue kommen hier. Jetzt guckt er eh wieder um Arm. Dann gehen wir mal hier runter. Jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schöner Fund. Komm, sieh's dir an. Finde den Antriebskopf in der Höhle. Tut gut, dich zu sehen. Das Schöne ist, dass hier einfach okay, haben wir den ersten kleinen Bug, glaube ich. Kann ich hier nicht hoch? Ah, ich soll hier tauchen, oder? Ugh.
gucken, was wir hier finden. Also der wird wahrscheinlich... Hier im Schiff wird er nicht sein. Der wird wahrscheinlich entweder irgendwo im Wasser sein, oder? Da ist doch ein Zeichen. Ich finde es echt super gemacht. Immer noch. Ich kann es nicht anders sagen. Also. Ob das so gut ist, hier zwei Mädels auf so einem Schiff? Wage ich auch mal zu bezweifeln. Die hört man doch meilenweit. Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du nochmal mit Lisa, bevor du gehst. Nur mal so eine Frage, Prinzessin. Wie stellst du dir vor, dieses Schiff, was hier ein Loch hat, bis zum Gehtnimmer, über den großen, weiten Ozean zu prügeln, was gestrandet ist, was kaum das Wasser berührt. Wie willst du denn das reißen? Da schnappe ich mir eher ein Jetski, als dass ich das Ding nehme hier. Und ein Patrouillenboot. Marshmallows? Baby? Na? Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay. Ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Ich habe schon 100 Leute gekillt. Mhm. Sei vorsichtig. Verlass die Höhle. Oh, die Roten waren böse, ne? Haha! Boah, ist das grell. Nur eine Kuh, die auf eine scheiß Mine getreten ist. Wo war Colby bitte? Das war das Beste. Er hatte sie verdrückt für eine Nummer. Und die Alte ritt ihn so wild, dass er ohnmächtig wurde. Riegmann, bringt mich echt ins Grüne. Ja, klar. Wo du das nächste Gras... Das sind die lustigsten Geschichten, Oliver. Die anderen würdest du nicht glauben. Bin gleich zurück.
Hey, wolltest du noch ein Bier? Bring mir ein Bier. Hey, du Sack, ich bezahle die Runde nicht. Greif, Baby, gib ihm Geld. Gib ihm was. Bier? Na gut, ich geb dir Geld. Ja, gib mir das okay, Geld. Okay, okay, wer will Geld? Ich hab tonnenweise Geld. Hier, Leute, will noch einer Geld haben? Kohle! Nee, danke, Schatz. Kohle! Was ist denn los? Haha, scheiß auf Bier, immer. Jawohl! Naja. Hätte man ein bisschen mehr draus machen können. So. Gucken wir uns die mal an. Na? Ey. Kannst du nicht auch mal da an der Stange tanzen? So. Wie das Ganze hier weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Teil. Bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir noch irgendwas mit den Stripperinnen auf die Kette. Also bis dann. Ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.